Nun zum Flugdrachen. Wir nehmen einen grünen Ballon, drei Finger am Ende frei. Es ist sehr ähnlich mit der Fledermaus. Wir nehmen einen drei Finger großen Bubble für den Kopf. Nun zwei Finger große Bubble. Das werden diesmal nicht die Ohren, sondern die Augen des Drachen. Locktwist. Zwei, dreimal verdrehen. Miteinander. Eine Handbreit frei für den Körper. Zwei, drei Finger große Bubbles bzw. umklappen, verdrehen. Der nächste Locktwist. Luft hochdrücken. Einen kleinen Bubble abdrehen. Mit den Beinen verdrehen. Splitten. Mit dem Kopf wie vorhin. Alles wie vorhin. Alles ausrichten. Schwanz nach hinten. Kopf gerade rücken. So, jetzt haben wir kleine Ohren, beziehungsweise die Ohren der Fledermaus sind jetzt zu unseren Augen geworden. Da malen wir zwei dicke schwarze Kugeln drauf. Für die Augen. Und als Mund deuten wir wieder ein Zickzackmuster an für die Zähne. Schon haben wir einen kleinen Flugdrachen. Fliegen tut er auch schon. Sieht doch gefährlich aus, oder?